Hallo meine Freunde, willkommen, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's André und ja, herzlich willkommen zu World of Warcraft. Es geht weiter hier mit unserem Zwerg Magier, aber der sieht heute schon mal richtig gut aus. Er hat sich vor kurzem neu umgezogen, ein paar neue Klamotten gekauft. Und der Geschmack lässt grüßen. So, unsere aktuellen Aufgaben sind hier Waldhaurer töten. Machen wir mal schnell. So, aktuell Level 16. Wir können noch nicht fliegen. Was ich immer wieder probiere, aber es nicht klappt. Naja. So, da haben wir sie schon. Ich mache ein bisschen leiser. So. Also die Musik ist wahrscheinlich sehr laut. Ist zwar sehr episch, aber sonst versteht ihr mich ja gar nicht. Man traut sich ja bei der Musik gar nicht zu reden, Mensch. Da ist, also, die ist immer so episch in dem Spiel, dass ich, kommt man sofort ins Träumen, ja. Meine Meinung. So, zwei Stück brauchen wir noch. So, dann gucken wir mal. Schön euch zu sehen. Werde sicherlich besser ruhen können, nun da ich weiß, dass diese Dinger mich nicht mitten in der Nacht heimsuchen, wieder heimsuchen werden. Vielen Dank. Fort mit euch. So, die nächste Aufgabe, die ich habe, ist Befehle für Sturmlanze. Bringt die Befehle zur Sturmlanze. Und das andere ist mit Gromi. Nee, das ist ja noch nicht wichtig, die Gromi-Geschichte da. Das ist ja
anderes, aber da haben wir auch Blutwurst aus Tel Samar. Jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall sollte ich mich mal darum kümmern, dass ich Dings mache. Dass ich mir mal einen Beruf langsam aussuche, weil ich glaube, machen erstmal das hier. Hier habe ich einen Punkt. Hagel. Entfesselt ein Hagel aus Eis. Den habe ich aber schon. Der Blizzard. Der Blizzard macht nämlich. Er versucht im Verlauf 7,2 Sekunden 130 Frostschaden. Der? Der trifft insgesamt 130 Frostschaden für jeder Treff. Der klingt natürlich auch sehr, sehr gut. Zertrümmern. Multipliziert die kritische Trefferchance eurer Zauber gegen eingefrorene Ziele. Okay. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal. Ne? Hier eigentlich. Oh, eine Kugel. Schleudert eine Kugel. Klar. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade etwas zu heftig getrunken. Ah ja, was so ins Mikrofon gerübst. Gibt's ja wohl nicht. Wo sind eigentlich nur meine Manieren geblieben? So, Herr Sturmlanze, da bin ich. Bin ganz Ohr. Na, wenn das nicht ein junger, wilder Magier ist, der zweifelslos Erzählungen über meine Taten auf dem Schlachtfeld hierher geführt haben. Leider ist jetzt keine Zeit für große Geschichten, denn es gilt, bedeutende Taten zu vollbringen. Wenn ihr euch also auf Ruhm aus seid, dann ist euch das Glück heute hold. Fort mit euch! Befehle? Mal sehen, was es zu tun gibt. Ha, mit dem Rattenmenschen soll ich mich herumschlagen? Die sind hier eh schon überall, also macht das auch keinen Unterschied mehr. Wollt ihr helfen? Seid auf der Hut! Wir schlagen uns in diesem Land schon seit Jahren mit Kobolden herum. Bisher waren sie kaum mehr als ein Ärgernis, aber sie werden bei ihren Diebstählen immer geschickter. Ich glaube, einer von ihnen ist irgendwie klüger als üblich, aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Ich möchte, dass ihr zu ihrem Lager im Süden geht und sicherstellt, dass sich dort kein Obermotz-Kobold befindet, der die anderen aufwiegelt. Achtet darauf, auch die Höhle zu untersuchen, das wäre mit ziemlicher Sicherheit ein guter Ort. Ach ja. Und übt keine Zurückhaltung, denn es geht darum. Nee. Wenn es darum geht, die Kobolde, die euch unterwegs begegnen, zu beseitigen. Fort mit euch! Was noch für Schönes für mich? Seid auf der Hut! Ihr habt sicher gesehen, wie stark der Loch mittlerweile geschädigt ist. Die Schäden dehnen sich leider sogar noch weiter aus. Das ganze Wasser musste ja irgendwo hin und es floss hinunter ins Sumpfland. Da unten unterstützen uns viele mutige Zwerge. Sie brauchen Vorräte. Aus diesem Grund habe ich zwei meiner Gebirgsjäger mit einem Fass voller Bier auf den Weg ins Sumpfland geschickt. Seit sie die Straße nach Dun Al-Gas erreicht haben, gab es keine weiteren Nachrichten mehr von ihnen. Würdet ihr nachsehen, ob es ihnen gut geht? Bleibt sauber. Okay, das wäre schon die Aufgabe fürs nächste Gebiet. Aber da sind wir noch nicht. Wir machen jetzt hier erstmal. Was war das gerade eben? Den Rattenkollegen getötet? Dann schauen wir mal. Da, Kupp. Der Kupp war es auf jeden Fall schon mal nicht gewesen. Dann, da ist er, Kommandant Nasrim.
So, Herr Sturmlanze, ich bin wieder zurück. Lust auf ein Glas? Also hatte ich recht. Die Frage ist, was diese kleinen Nervensägen geplant haben. Seid auf der Hut! Jetzt, da wir diese kleinen Quälgeister erledigt haben, müssen wir uns um weitere Dinge kümmern. Die Tunnelratten schwärmen durch die ganzen Silberbachminen. Sie schlagen Lager auf und schnüffeln überall herum. Dabei ziehen sie immer weitere Kreise. Die gierigen kleinen Viecher suchen bestimmt nach Beute. Vermessen und nach Futter wühlen ist ja schön und gut, solange es nicht auf Zwergenland stattfindet. Kümmert euch um diese Tunnelratten und meldet euch dann wieder bei mir. Fort mit euch! Also Feldmesser und Futterwühler. Was brauchen wir jetzt? Nur noch Futterwühler. War ja klar, dass die nicht hier sind. So. Redet mit mir. Gut, jetzt ist mir klar, was in der Mine vor sich geht. Bleibt sauber. Best hängt. Okay, das war alles, was er zu sagen hatte. So, damit haben wir auch dieses Video geschafft. Und vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann mal jetzt auf den Button drücken. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schaut das nächste Mal wieder rein. Ich bin raus, bis dann, euer André und ciao.